Der Tag nach dem Paukenschlag. Am Sonntag haben die Spieler des FC Bayern München eigentlich wie gewohnt trainiert. Am Tag zuvor hatten sie noch 3:2 in Wolfsburg gewonnen und sind damit weiterhin an der Spitze der Bundesliga. Aber nach der Partie hatte Trainer Hansi Flick verkündet, dass er vorzeitig seinen Vertrag bei den Bayern beenden wolle. Die Fans in München sahen das am Sonntag an der Säbener Straße eher mit traurigen Gefühlen. Also ich finde es äußerst traurig. Da haben sie wirklich mal einen super Trainer gehabt, ne? Und ganz ehrlich, ich bin der Überzeugung, die müssten den Brazzo danach rausschmeißen, weil wirklich der Trainer ist deutlich wichtiger als der Sportdirektor. Meiner Meinung nach wirklich schwer zu beurteilen, weil ich finde, er hat wirklich bei uns alles richtig gemacht, alle 6 Titel geholt in einer Saison. Wenn dann eventuell zur deutschen Nationalmannschaft. Aber ehrlich gesagt, fällt mir die Frage jetzt schwer zu beantworten. Hansi Flick darf machen, was er will. Hat in den letzten anderthalb Jahren alles richtig gemacht, hat sämtliche Titel geholt, die es zu holen gab, mit schwierigem Personal zu kämpfen gehabt. Hansi Flick darf machen, was er will. Vermutlich hat Hansi Flick eine deutliche Unterstützung durch den Sportvorstand sowie durch die Verantwortlichen des Vereins vermisst, obwohl er in seinen 18 Monaten als Trainer 6 Titel geholt hat. Aber nach einer Vertragsauflösung bei den Bayern wäre der ehemalige Co-Trainer von Jogi Löw immerhin auch frei, um dann gegebenenfalls die Nationalmannschaft nach der EM in diesem Sommer zu übernehmen. Aber das ist natürlich alles noch Spekulation.